Eure Tomatenpflanzen wachsen viel besser weiter, kompakter und kräftiger, wenn ihr sie pikiert. Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Erdgeflüster. Ich sehe meine Tomaten sowieso gleich in so kleinen Töpfchen an. Pro Töpfchen ein Same oder auch zwei. Denn dann können sie schon von Beginn an viel besser wachsen und ich verletze bei dem Pikieren nicht so viele Wurzeln. Meine Tomatenpflanzen habe ich gestern eigentlich fast alle pikiert und schaut einmal, sie stehen alle ganz stramm da. Das ist der Vorteil, wenn man sie einzeln in einem kleinen Töpfchen vorzieht, da werden die Wurzeln nicht verletzt und sie hängen auch nicht ab. Ich habe euch jetzt drei Töpfchen von den Tomatenpflanzen herausgesucht, wo die Blätter wirklich ganz unterschiedlich sind. Hier bei dieser Sorte, die ist eher rundlich, irgendwie schaut die lieblich aus, das ist die Sorte Annabelle. Hier diese Sorte, die Martina, die schaut ja eigentlich gar nicht aus wie eine Tomate. Die hat eigentlich ganz normale Blätter, so ein bisschen kartoffelblättrig. Und diese Tomate, das ist das große rote Herz, eine Fleischtomate, die schaut wieder ganz anders aus. Die Tomatenpflänzchen werden gleich in größere Töpfchen pikiert und da nehme ich keine Anzuchterde mehr, sondern die Bio-Blumenerde oder die Bio-Tomaten- und Gemüseerde. Denn in diesem Töpfchen bleiben sie dann bis Mitte Mai und dann werden sie erst ins Freie oder ins Gewächshaus gesetzt. Jetzt nehme ich das Töpfchen. Fülle es ja ungefähr bis zur Hälfte mit der Erde an. Dann nehme ich ein Stäbchen und fahre in das kleine Töpfchen hinein und hebe die Pflanzen auf. Und wenn zwei Samen da drinnen sind, also zwei Pflanzen drinnen sind, dann teile ich sie ganz vorsichtig mit der Hand auseinander. Und die zwei Keimblätter, wenn sich die gebildet haben, könnte man auch schon pikieren, aber besser wäre es, wenn sich die zwei richtigen Blätter nach den Keimblättern gebildet haben. Von Vorteil ist, wenn ihr die Pflanzen pikiert, wenn ihr so eine Schale habt, da könnt ihr richtig herumarbeiten und es fällt keine Erde so hinunter. Ja, die zwei kleinen Pflänzchen, die haben wir jetzt pikiert und ich habe sie viel tiefer gesetzt, denn die Tomate bildet ja an den Stängel überall Wurzeln und sie wird viel stabiler, kräftiger und gesünder. Jetzt werden wir eine größere Tomate pikieren. Die habe ich eigentlich zur gleichen Zeit angesät, es hat eine andere Sorte und die wächst eben anders. Das geht wieder ganz gleich. Die hebe ich wieder heraus und setze sie wieder in das Töpfchen hinein und bis eigentlich zu den Keimblättern fülle ich sie mit Erde auf. Von Vorteil ist auch, wenn ihr die Tomatenpflanze nicht beim Stängel anfasst, sondern bei den Blättern. Aber wenn es nicht anders geht, dann halt wirklich ganz, ganz vorsichtig. Ja, jetzt werden die Pflänzchen nur mehr angegossen und bitte ja nicht vergessen zu beschriften. Ja, das Pikieren ist jetzt fertig. Und diese Töpfchen stelle ich jetzt wirklich nur bei 15 bis maximal 20 Grad auf. Dann wachsen sie wirklich kompakt weiter und werden nicht langstielig. Ich dünge sie auch nicht mehr bis Mitte Mai. Und Mitte Mai werden sie ins Freie gesetzt. Und auch wiederum, wenn die Pflanze jetzt zum Beispiel so hoch gewachsen ist, wiederum ziemlich tief gesetzt. Also der ganze Stängel ist bei mir fast dann unter der Erde. Ja, viel Spaß beim Pikieren eurer Tomaten. Und noch etwas, wenn ihr noch keine Tomaten angesät habt, ihr könnt das den ganzen April über noch machen. Aber ich würde dann wirklich solche Töpfchen verwenden, so ganz kleine, und jeweils einen Samen hineingeben, denn wenn ihr sie dann pikiert, verletzt ihr die Wurzeln nicht und sie wachsen zügig weiter. Viel Spaß beim Pikieren eurer Tomaten und tschüss, bis zum nächsten Mal.